Herzlich willkommen bei den Games TV 24 Daily. Ja, und das war's auch schon. Nein, Quatsch. Es geht natürlich weiter mit ganz vielen News, die wir für euch vorbereitet haben, denn heute war einiges los, so kurz vorm Wochenende, mit einigen Meldungen. Und eine vorweg, die super wichtig ist, und am Teaserbild habt ihr es vielleicht schon gesehen, holt eure Brieftaschen raus und lasst ordentlich krachen, denn der Herbst-Autumn-Sale bei Steam ist gestartet. Das bedeutet, dass ihr bis zum 1. Dezember ganz viel Geld ausgeben müsst, um die ganzen Games zu kaufen, die ihr davor nicht gekauft habt, denn es war immer so ein bisschen zu teuer oder sowas. Und jetzt gibt es nämlich über 8.723 Titel im Angebot. Ich schließe da meine Brieftasche lieber weg, weil die letzten Male habe ich so viel Geld ausgegeben, es ist immer wieder die gleiche Leier eigentlich. Und jedes Mal spielt man die Spiele nicht oder eins von den 10, die man gekauft hat. Und es ist immer wieder dasselbe. Ja. Also die Liste der ungespielten Spiele wird wahrscheinlich immer noch größer und größer werden. Es ist dieses minus 85%, was so verlockend ist für ein Spiel, das man vielleicht mal spielen könnte. Aber sonst, es ist dann meistens immer noch 10 Euro, die man halt für nichts ausgibt, weil man das Spiel nicht spielt. Ja, und auch ja, das wiederholt sich ja ständig. Und man darf nicht vergessen, es wird ja noch einen Weihnachts-Sale geben, beziehungsweise Winter-Sale, der ja auch dann bald ist. Aber man kann vielleicht so ein bisschen die ersten sich schon krallen. Ja, es lohnt sich. Es gibt irgendwie The Witcher für 29,99 € und zigtausend andere Titel. Also alles ist im Angebot, alles irgendwie teilweise wirklich geile Spiele für irgendwie 2 Euro oder sowas, was echt cool ist. Und, was diesmal aber anders ist, dass man nicht mehr jeden Tag gucken muss, wegen den Blitzangeboten, dass man möglichst die besten Angebote bekommt, weil diese tagesexklusiven Angebote wird es nicht mehr geben. Alles, was jetzt reduziert ist, bleibt auch so reduziert. Also, bis zum 1. Dezember. Genau, bis zum 1. Dezember. Ja, WoW-Freunde werden auch positiv gestimmt sein, wenn sie einen Gnome haben. Denn Gnome dürfen jetzt nämlich auch Jäger werden. Das hat der Creative Director Alex Afrasiabi verkündet. Und ein schwieriger Name. Ja, aber schwierige Namen kommen wir auch noch gleich zu der übernächsten News. Aber jedenfalls, Jäger dürfen auch in Gnome-Gestalt durch die Gegend laufen, beziehungsweise Gnome dürfen Jäger werden. Das bedeutet, dass sie mechanische Tiere zähmen können. Also man bekommt wohl mit dem ersten Zähmungsgrad, ich weiß nicht, ob das Level 1 direkt ist oder Level 5 oder sowas, jedenfalls bekommt man da so ein mechanisches Huhn. Und das klassische. Ja. Und ansonsten darf man halt wild mechanische Tiere zähmen. Und das können andere Jäger auch von anderen Rassen, wenn sie dann ein Gerät haben, entwickelt haben. Ich denke, wahrscheinlich wird das über die Ingenieurskunst laufen, dass man sich dann dieses Gerät erstellen kann. Und dann ist man auch in der Lage, als meinetwegen Zwergen- oder Nachtelfenjäger, dann eben auch mechanische Tiere zähmen können. Oder wie man den Satz am besten beendet. Grammatikalisch korrekt. Zähmen muss man auch die Fans von Rainbow Six Siege. Denn da ist jetzt was passiert. Die Beta wurde verschoben. Die Open Beta. Genau. Das hat folgende Gründe. Anscheinend gab es Probleme mit dem Matchmaking. Genau, also immer wieder leere Lobbys oder Error-Meldungen. Und das hatte irgendeinen technischen Hintergrund, der dann aber behoben werden könnte, allerdings nicht sofort. Und so wird die Open Beta verschoben. Woher weiß man das jetzt? Genau, wenn ihr euch jetzt fragt, woher weiß man das? Es gibt bereits Spieler, die spielen können. Ich gehöre übrigens auch dazu. Die Leute, die in vorherigen Close Betas schon dabei waren, dürfen jetzt schon spielen. Und daher weiß man das, dass es da Probleme gibt. Das Ding ist bloß, das Spiel kommt ja bald raus. Genau, alle Versionen sind davon betroffen, das heißt auch die Konsolenversion, aber wir sind ja im Jahr 2015 und so ist es möglich, Updates runterzuladen. Und entweder es ist noch irgendwie zu locker zu beheben, sodass ein Update genügen wird und der Release dann einfach fristgerecht stattfindet. Aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht ist es irgendwas Dickes, was nicht mal so eben easy behoben werden kann. Und dann reicht kein Update und der Release könnte verschoben werden. Das ist ja aber eine sehr kurzfristige Verschiebung. Sehr kurzfristig, also ich schätze mal, so nah wie wir am Release sind, die ganzen DVDs und Blu-Rays, die sind schon gepresst. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht so toll, das alles wieder einstampfen zu müssen. Nee, vor allem, weil es auch so ein PR-Desaster wäre. Ja.
wenn man dann, wenn es am Anfang schon heißt, ja, oh, zurückrudern, Release verschoben, weil irgendwie irgendwas nicht lief und vor allem Matchmaking bei einem Multiplayer-Titel ist ein bisschen blöd, wenn das nicht läuft. Ja, genau. Aber na gut, also wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten bezüglich Rainbow Six Siege und sowieso könnt ihr dann auch, wenn das Spiel dann draußen ist, dann bei uns auch ganz viele Videos dazu sehen. Ja. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, weil ich habe schon Bock drauf auf das Spiel. Auf jeden Fall. Ja. Worauf wir auch Bock haben, ist immer neue Spiele. Und da müssen wir noch bis zur E3 warten, bis die neuen Ankündigungen kommen, oder? Nö. Nicht? Weil es gibt nämlich The Game Awards 2015. Oh. Die finden auch dieses Jahr wieder statt. Letztes Jahr war es, glaube ich, das erste Mal. Mhm. Da hat nämlich der Typ, dessen Namen ich nicht immer korrekt aussprechen kann, und zwar Geoff Keighley. Keighley heißt er? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der Veranstalter und Produzent des Awards und der verkündete via Twitter, dass es satte 10 Weltneuheiten geben wird, Weltpremieren, das heißt 10 Spiele, die dann zum ersten Mal gezeigt werden. Entweder als blöder Teaser, wo dann irgendeine Musik läuft und irgendwas Kryptisches zu sehen ist und dann heißt es Boof, Assassin's Creed, keine Ahnung, Super Revolution erscheint irgendwie 2016 und das war's, damit endet das. Mhm. Oder aber man wird tatsächlich auch Gameplay sehen können. Da haben natürlich alle Leute Bock drauf und wenn ihr auch Bock drauf habt, dann könnt ihr das live bei Twitch mitkriegen und zwar am 3. Donnerstag. Dezember, am Donnerstag, um die christliche Zeit 3 Uhr nachts. Ja, das ist immer das Problem an diesen amerikanischen Events, dass das bei uns mitten in der Nacht ist. Und letztes Jahr hat das Teil halt auch 2 Stunden gedauert. Also es ist jetzt nicht so, dass man da mal eine Stunde Pressekonferenz anguckt, so wie auf der E3 und das war's dann. Das dauert ganz schön. Da sind Musik-Acts dazwischen, da sind die Preisverleihungen dazwischen und eben auch diese Webpremieren. Und was es letztes Jahr nicht gab und das sorgte für ein bisschen Kritik, war, dass dass einige Awards eben nicht verliehen wurden auf der Bühne, sondern irgendwie klammheimlich hinter der Bühne und das hat niemand gesehen und das fanden einige Leute ziemlich blöd. Und dieses Mal soll es eben 10 Onstage-Awards-Verleihungen geben, die dann irgendwie die Preisträger auch würdigen. Und das auch im Rahmen mit irgendwie 2 Musik-Acts. Der eine davon ist Deadmau5, der andere irgendwie Chivalry oder so. Kann sein, dass es auch ein DJ ist. Kenne ich persönlich nicht. Jedenfalls, wie gesagt, ihr könnt das dann alles live sehen bei Twitch, auch über Konsolen, wenn es soweit ist. Oder ihr geht dann irgendwie auf die App, wie jeden Tag hoffentlich, und schaut euch dann eben ein Video, dieses Video zum Beispiel, die GamesTV 24 Daily News an und dann erzählen wir euch, was da gezeigt wurde. Das zusammen. Genau, und die ganzen Trailer der Weltneuheiten könnt ihr dann eben auch bei uns sehen. Es war ja immer so das Ding, Game Awards, alle haben ja so die Oscar der Videospiele gefordert. Ist das jetzt so die Oscars eigentlich? Weil die Show, die kommt von der Länge auf jeden Fall schon mal hin und von dem Ganzen, was drinsteckt. Also es ist ja nicht nur irgendwie da hast du dann ein Award, sondern es ist ja eine Riesenshow. Genau. Sind das die Oscars jetzt? Das wird man sehen, ob sich das so durchsetzen kann. Ich weiß auch nicht, ich kriege das jetzt gerade nicht zusammen, ob das auch die VGA Awards es gibt irgendwie ja tausende, ersetzt. Es gibt tausende Awards verschiedene. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ersetzt wird, dass die alle parallel bestehen, aber es gibt halt keine, die so wirklich gesetzt sind als die wichtigsten. Aber von der Show her sind das auf jeden Fall die pompösesten. Also ja, ich finde das cool, wenn das nicht so poppig ist, so pseudo und wenn da wirklich dann ernsthaft irgendwie die Spiele gefeiert werden, die Awards verliehen werden und wir ganz viele neue Schnipsel zu neuen, nicht angekündigten Spielen sehen. Und ja, da freue ich mich drauf und ich würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei den nächsten News hier bei uns.